Hey und willkommen zu einer Runde Criminal Tycoon. Die letzte Folge ist extremst lange her. Und das war auch nur ein Ausschnitt aus dem Stream. Die richtige Folge ist nämlich noch länger her. Ja, es gab ein Update. Das muss ich mir selber erstmal angucken. Okay. Ja, wir können uns ja hier erstmal so ein paar Sachen kaufen. Oha! Schutzausrüstung, wie nice. Ah ne, das kostet Robux. Das kostet Robux. Und das hier ist erst ab 6 Rebirths. Das kostet auch Robux, aber das hier nicht. So, was können wir uns noch hier kaufen? Das nicht. Das ist Robux. Ich würde sagen, wir räumen jetzt gleich mal das erste aus. Wir können ja nochmal die Ölplattform probieren. Da bin ich ja bis jetzt immer verreckt, weil da so viele Wachen sind. Aber wir könnten es ja trotzdem nochmal probieren. Ich meine, jetzt habe ich ja auch diese Schutzausrüstung. Die 300.000. Ah, habe ich leider nicht. So, einmal spawnen, bitte. Wie mache ich den Motor nochmal an? Okay, bei einem Auto startet der Motor automatisch. Ich checke aber nicht, wieso das dann beim Heli nicht so ist. Ja, dann, ich habe vergessen, wie man den Heli-Motor startet. Deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach mit dem Auto und rauben was anderes aus. Bei Ölplattformen werden wir sowieso wieder verreckt. Ist die Bank offen? Ja, die Bank ist offen. Okay, dann machen wir jetzt schnell die Bank. Da ist noch ein anderer Player. Wir rauben dann einfach erstmal hier den Automaten aus. Warte, hat er hier irgendwo sein Auto stehen? Ah ja, da, das machen wir schnell mal kaputt. Oder wir klauen es ihm. Wir fahren jetzt einfach sein Auto komplett ans andere Ende der Welt. Ach nee, wir können nicht einsteigen. Ja dann, weg mit seinem Drecksauto. Zack, das ist kaputt. Und jetzt gehen wir rein und killen den. Wir können uns auch einfach hier hinstellen. Und wenn er dann da steht, da an dem Eck, dann springen wir hier runter. Okay, er scheint das nicht gesehen zu haben. Ist gut für uns. Jetzt können wir uns nämlich hier verstecken. Na, scheiße. Ich glaube, das werde ich verkacken. Weil ich darf nicht noch einmal gehittet werden, weil ich habe schon keine Leben mehr. Nein! Mann, ich denke, das ist so einer, der so schräg kommt, ne? Aber dass der dann so von oben kommt, das ist voll kacke. Ich dachte, der kommt mir hier so entgegen, aber ist halt über mir. Aber dass der so nach unten kommt, hätte ich halt nicht denken können. Ich dachte, der macht den hier, aber ist über mir. So, versteht ihr? Das ist jetzt überscheiße. Jetzt ist die Bank zu. Wahrscheinlich. Wobei, vielleicht kann ich sie doch noch ausrauben. Ach so, weil noch einer in der Bank drin ist. Ja, hier erstmal den sein Auto kaputt machen. Den da hinten killen wir mal. Ach, das ist ein Polizist. Warte mal. Das ist ein NPC. Ich dachte, das wäre ein Player. So, weg ist er. Von wo schießt ihr denn alt auf mich? Ach, wie viele von euch gibt es denn noch? Ganz ehrlich. Mann, nicht oben Fenster schließen. Mann, ich hasse Roblox. Jedes Game kriegt das hin, dass man in seinem Fenster bleibt. Außer Roblox. Da gehst du natürlich immer aus deinem Fenster raus. Dem sein Auto mache ich kaputt. Ich bin einfach nur hier, um die Autos der anderen kaputt zu machen. Ich raub hier nichts aus. Oh, ja. Ich bin daran gestorben, an der Explosion. Geld holen. So, aber wir wollen wieder die Werkstatt. Und wir nehmen das Auto hier. Ich glaube, wir werden heute nichts schaffen. Weder ein Rebirth noch ein neues Auto. Aber wir können ja schon mal gucken, dass wir uns an die 300 nähern, dass wir bald den nächsten Heli freischalten können. Und da ist noch ein Auto. Die Bank ist immer noch grün, weil sie da immer noch alle drinne hocken. Nein, den wollte ich killen, den kill ich noch. Bam, der ist tot. Sein Stuff hat er dadurch nicht gekriegt, das ist schon mal gut. Da ist noch einer. Was ist mit seinem Auto los? Warum spinnt das so komisch?
Was steht da, Flippy? Ja, ich glaube, wir sind tot. Ja, der ist besser als wir. Der ist besser als wir. Der hat auch noch mehr Leben als wir. Wobei. Nein, das. Ja, schade. Aber wir haben wenigstens den einen Typ wieder gekillt. Dadurch hat er sein Geld nicht bekommen. Ist zwar asozial, aber. War auch schon irgendwie lustig. So, jetzt räumen wir noch schnell die Tankstelle aus. Den Einkaufsladen. Hört auf, rauszulaufen. Du bleibst hier, Kollege. Ich habe gesagt, ihr bleibt hier drin und nicht ihr lauft raus. Du bleibst auch stehen. Tot. So. Stimmt, ich muss ja jetzt drei Kassen ausrauben, weil ich ja hier so eine größere Geldtasche habe. Ach, passt nicht in die Tasche. Oh, da ist ein Polizist, der wird gleich gekillt. So. Ach nee, wir müssen ja nur weit weg. Stimmt. Ich fahr einfach ein bisschen weiter weg. So. Ich glaube, mit so richtig schnellen Autos kann sein, bis nach da oben drauf fliegen. Weil da oben ist ja auch nochmal so eine Sprungschanze zur dieser Militärbase. Kannst du mit einem schnelleren Auto direkt da auf die Straße drauf springen, aber da ist unser Auto leider zu schlecht für. So, jeder, der rausrennt, wird gekillt. Die ist einfach despawned, okay. Die hat leider die Flucht geschafft. So wie jetzt erst diese Alarmmeldung kommen, weil sie schon alle rausgerannt sind, aber keiner den Alarm aktiviert hat. Da hat er irgendwie keiner Bock zu. Ja, Tasche voll, den kill ich noch. So, jetzt schnell weg. Was ist hier? Robbing the Dock, hä? Man kann den Hafen ausrauben, aber hier war doch gar kein Symbol. Oder ist das die Ölplattform? Ja, war klar, dass ich tot bin. War klar. Aber das kann man anscheinend ausrauben, hä? Ich dachte, du musst immer mit dem Heli zur Ölplattform fliegen, aber du kannst anscheinend auch von einem Hafen irgendwie dann dahin kommen. Und der Hafen ist auch nochmal bewacht. Nein, falsches Auto. Ich weiß gar nicht, ist das hier besser oder das andere? Hier, das ist halt billiger. Warte. 95, 100, das hier ist besser. Ach, den Hafen kann man anscheinend auch ausrauben. Okay. Ist also was anderes als die Ölplattform. Du kannst jetzt nicht vom Hafen aus zur Ölplattform mit dem Boot. Wahrscheinlich auch in dem Update dazugekommen, weil es gab nämlich ein Update für Criminal Tycoon. Vielleicht sogar mehrere, aber ich habe jetzt nur das aktuellste eben gesehen. Aber ich habe mal halt die Patch Notes nicht durchgelesen. Da landet jetzt ein anderer mit seinem Heli. Ich raub das Ding jetzt hier aus und nicht du. Da muss ich gegen Soldaten und einen anderen Spieler kämpfen. Ich muss irgendwie diesen Turm hochklettern, ohne zu sterben. Jetzt hier gegen diesen Soldaten kämpfen. Natürlich bin ich tot! Weil die anderen komischen Typis da unten mich gekillt haben. Aber ich bin zu doof, den Heli zu fliegen. Weil der Heli ist, glaube ich, viel krasser als das Auto. Also halt, um zu Ecken zu kommen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie man den steuert. Ich weiß zwar, wie ich hoch und runter fliege, aber ich weiß nicht, wie ich den Motor starte. Ich habe es ja schon mal hingekriegt. So, Fly Heli. Und wie mache ich jetzt diesen Kackmotor an? Hier, Fragezeichen. Ja, ach hier. Okay. Ja, das weiß ich. Ah ja, X und Y. Gut, dann mach das hier mal wieder zu. Gut.
So, ich gehe dann jetzt mal zur Ölplattform. Ach, die Ölplattform ist schon ausgeraubt. Ja, dann gehe ich hier zur Militärbase wieder. Und guck jetzt, was die anderen Typis da loswerden. Ach, da fliegen sie weg. Da fliegen sie weg mit ihrem Heli. Natürlich schießt du jetzt schon alle auf mein Heli. Ja, chill doch mal, Kollegen. Ich möchte auf dem Heli-Landeplatz landen. Warum kann ich das hier nicht einsammeln? Mann, was soll denn der Mist? Warum kann ich denn hier meinen Stuff nicht einsammeln? Warum geht das nicht? Mann, ich kann nichts mehr einsammeln. Was soll denn der Schmutz? Ich kann irgendwie nur hier diese großen Geldbündel da einsammeln, aber die Münzen irgendwie nicht. Aber ich habe mich gewundert, warum ich das große Geldbündel auch nicht einsammeln konnte, weil ich halt auf das E von der Münze war. Also auf dem E von der Münze. So. Gut. Ich bin, glaube ich, gleich wieder ein bisschen geheilt. So, und jetzt schnell weg, 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 weg. Nein, mein Heli liegt falsch rum. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss auf den Turm. Und dann oben den Polizisten killen. Den Soldat. Okay, habe ich überlebt. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mich erstmal healen. Jetzt muss ich mich erstmal healen. Ich habe noch 4 Minuten, um abzuhauen. Aber ich muss das halt zu meiner Base bringen. Und das Ding ist, ich habe halt kein Auto. Wo kommst du her? Ja, toll. Und ich konnte auch nicht mehr schießen, weil ich nachladen musste. Perfekt. Was ein Schmutz. Was liegt denn mein Drecks-Heli auch auf der Seite? Ganz ehrlich. Nicht wegrennen, nicht wegrennen. Der rennt weg. Irgendwer raubt gerade den Hafen aus. Vielleicht können wir uns da gleich mal einmischen. So, wir sind jetzt weit genug weg und jetzt sind die hier alle beim Hafen. Warte, ich snipe die. Ja, schade. Natürlich treffe ich keinen einzigen.
Alter, wie ungenau ist das denn? Ich bin direkt mit dem Fadenkreuz da auf dem ihren Drecksauto und ich... Ah, jetzt treffe ich. Ich würde gerne mal wissen, was da so Cooles gibt. Mann, ich will doch einfach nur mit euch teamen, ganz ehrlich. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Drück jetzt hier auf die Playlist, wenn du alle Folgen nacheinander sehen willst. Und hier rechts findest du nochmal das letzte Video. Ciao, ciao.